So, ja, wie versprochen, bin ich jetzt wieder auf dem Bauernhof. Ich habe das ganze Banditenlager ein bisschen leer geräumt, hat auch ganz gut was gebracht. Leider keine Quests mehr, da ich doch, sobald man sich anscheinend entschieden hat in der Hafenstadt, dann nicht mehr questen kann. Aber für alle, die das Spiel sich holen wollen in Zukunft, bevor ihr in eine Hafenstadt geht, wählt bei Neil die Option Banditenlager aus. Da geht ihr erst in ein Banditenlager, questet da, geht danach in die Hafenstadt und kriegt so mehr XP, mehr Geld, mehr alles. Ne? Okay, Severin. Rudolf geht's gut. Er hat beide Hände voll zu tun bei der kleinen Ruine im Westen. Ah, sehr gut. Er lebt also noch. Das ist beruhigend. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Hier, nimm diesen Zauber als Dank von mir für diese gute Nachricht. Witz erzählen erhalten. Noch einen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon schon hab. Da habe ich gerade eben im Übrigen noch zwei Stachelratten platt gemacht. Nicht die Welt. Ich mache mich mal jetzt auf da hinten zur Vulkanefestung. Ah ne, ich habe noch die Gnome, die ich töten wollte. Genau, hier oben war noch Gnome. Diebischer Gnome. Oh, wieder so viele von denen, ne? Und ich schmeiße mit jedem Scheiß hier, mit Fischen und... Oh. Okay, mal schauen. Auf mit Sachen nach mir zu werfen, ihr habt's doch nicht alle. So. Nein! Ah, nicht von hinten. Die sind gar nicht so schlecht, die Bastarde. Und die machen vielleicht auch viel Schaden. Okay, einen habe ich erledigt. Noch ein paar übrig. Oh, verdammt. Oh, da kommt auch noch ein Wolf dazu. Was soll das denn? Wieso greift der Wolf die nicht an? Muss ich echt noch den Wolf ausweichen? Zwei erledigt. Aua. Erstmal einen Trank trinken. Ah, so nicht. Der diebische Gnome. Ey, wie wendig die Bastarde sind. Genau, komm her. 3 von 6. Komm, hilf mir. Ruben. So. Nicht schlecht. Nehme ich mal den Säbel mit. Hey, ich bin Ruben. Wenn du was brauchst, kannst du zu mir kommen. Was hast du denn? Deine Waren sind viel zu teuer. Tja, sind schlechte Zeiten angebrochen, mein Freund. Novizenstab. Ich nehme die Telekinese. Sein, ob es überhaupt noch was gibt. Was ist deine Aufgabe? Ich bewache die Gebäude. Aber die meisten... Ich schätze mal, in jedem Lager findest du einen Kerl wie mich. Einen, der dir besorgen kann, was du brauchst. Also stell dich gut mit mir. Sonst gibt's nicht mal einen kleinen Heiltrank. Okay, lass uns handeln. Lass uns handeln. Was hast denn du so? Heiltränke, Lichtzauber, Schwarische Magie, Telekinese, boah. Nichts, was ich jetzt unbedingt brauche, so. Unbedingt. Fleisch und Geld. Ich nehme erstmal das Fleisch. Dann nehme ich noch die Reiselust mit. Da haben wir auch noch einen Gnomen. Der hat Werkzeugbeutel. Rübe und Goldmünzen. 1 von 15 Werkzeugbeuteln. Da der Wolf frisst meine Beute anscheinend. Doch bevor der Wolf sich versieht, habe ich ihm schon 3 Schläge verpasst. Aua. Als bevor ich mich versehen habe, hat er mir auch einen Schlag verpasst. Den plündere ich, nehme das rostige Schwert mit. Und den Gnomen loote ich noch. Die Mana-Pflanze schnell eingepackt. Den Pilz schnell eingepackt. Hier müssen noch mehr Gnome sein. Da vorne sind noch 2. Puh. Trink nochmal schnell einen Heiltrank, bevor ich mich an die ranmache. So. Oh. Ey. Ey. Ganz ruhig. Das wird jetzt ein Fernkampfduell. Counter-Strike lässt grüßen. Okay, nein, ich gehe jetzt in den Nahkampf. Ach, der eine hat mich von hinten getroffen. Wie wendig der ist, ne? Schau euch das mal an, wie der Gute wegkommt. Aber egal. Au, das hat mich der andere auch in den Nahkampf gezwungen. Aber ich habe alle getötet und der ist ziemlich hochgeflogen. Und da wieder ein Werkzeugbeutel, gebratenes Fleisch und Goldmünzen. Sehr schön.
So, alles hier aufgehoben. Damit habe ich nochmal eine Quest fertig gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, da noch die Truhe eben aufmachen. Besten ist die nicht verschlossen, ist sie aber. Ach, ah. Geht doch. Genau, sagst du was. 31 Goldmünzen, Mana-Pflanzung, kleiner Saphir. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes hier oben bei den Gnomen? Nein, nur noch ein Grünblatt. Aber sonst, nee. Sonst nichts Interessantes mehr hier. Gut. Dann zurück und die Quest abgeben. Da liegt auch eine Dornklaue. Aha. Und da liegt auch noch irgendwas. Ein Jagdmesser. Und den habe ich noch gar nicht gelootet, den Gnomen. Gut. Sehr praktisch sowas. Was? Da lag noch irgendwas. Eine Fackel. Und da liegt noch was. Noch eine Fackel. Aha. Hab ich nachts gar nicht gesehen. Das war Rubin, genau. Und Severin. Ich habe deine diebischen Gnome erledigt. Gute Arbeit. Jetzt kehrt hier endlich wieder Ruhe ein. Lass dir von Ruben eine Belohnung geben. Okay, Ruben, gib mir eine Belohnung. Du sollst mir eine Belohnung geben. Klar doch. Gold oder Gold? Was darf sein? Hast du nicht was anderes? Artefakte oder Tränke? Klar, die kannst du alle bei mir kaufen. Hier ist deine Belohnung. Gold. Okay, 200 Gold. 4400 Gold mittlerweile in meinem Besitz. Und Stufe 8. Ja, Stufe 8 bin ich schon. Und jetzt reicht es hier auch. Jetzt will ich Magier werden. Also jetzt wird mich nichts mehr aufhalten. Ich mache mich jetzt auf direktem Wege zur Vulkanfestung. Obwohl, vielleicht eine schöne Ruine oder so. Die könnte vielleicht nochmal meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber sonst werde ich halt nur direkt der Vulkanfestung anstreben. Was könnte denn da hinten sein? Das meine ich. Da vorne liegt irgendwas. Ein Schwert und ein Schild definitiv, aber da komme ich so nicht ran. Aber vielleicht mit Springen, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu gewagt. Automatisch speichern. Warum? Da ist ein Druidenschierling. Wo vielleicht kann ich hier hinten rum und den da so looten. Mal schauen. Da vorne ist noch eine Goldader. Ah ja, hier komme ich rum. Da. Kleiner Schild und ein rostiges Schweihänderschwert. Bei der Leiche hier. Da sind noch irgendwelche Stachelratten. Da vorne ist noch irgendwas. Ist aber vom Wölfen umgeben. Und Stachelratten. Och, nö, 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 nö. Da gehe ich jetzt so nicht hin. Da habe ich jetzt mal gar keinen Nerv zu. Da ist aber wieder eine Stachelratte. Die Viecher gehen mir im Übrigen momentan ziemlich auf den Geist. Ehrlich gesagt. So, aber die kriegt man eigentlich relativ gut tot. Also mit 3 Schlägen. 3 bis 4 Schläge und die sind normalerweise tot. Ey, Vogel. Bleib weg. Paul. Hey, warte mal. Ich habe gesehen, wie du den Berg raufgekommen bist. Und? So wie du aussiehst, hast du hier draußen nichts zu suchen. Willst du mir Ärger machen? Nee, Mann, ich nicht. Wenn Santiago dich sieht, kriegst du schon mehr als genug Ärger. Was ist? Erstmal werde ich dir klauen. Ein schreckliches Monster. Was? Wie? 30 Goldmünzen. Wo? Ja, 30 Goldmünzen sind mein. Mann, mach nicht so einen Scheiß mit mir. Santiago, wer ist Santiago? Oh, da, eine Heldenkrone. Ich habe gehört, das ist die seltenste Pflanze, die es hier gibt. Heldenkronen. Irgendwas macht Geräusche. Gefällt mir nicht. So, rede ich nochmal mit dir. Speak to me, Paul. Was ist mit Santiago? Er gehört zur Inquisition. Das sind harte Kerle. Der steckt dich ohne zu fragen in die Vulkanfestung. Macht ja nix. Und was machst du hier? Und was machst du hier? Nach was sieht's denn aus? Ich stehe mir die Beine in den Bauch. Das ist nicht gerade der sicherste Job. Wenn die Viecher kommen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Warum haust du nicht ab? Glaubst du, daran habe ich noch nicht gedacht? Aber für mich ist es zu spät. Einmal Rekrut, immer Rekrut. Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich sofort wieder zurückgebracht.
Ich könnte mich höchstens in einer dunklen, kalten Höhle verkriechen. Nee, danke. Da ziehe ich die Vulkanfestung vor. Von welchen Viechern sprichst du? Mit den Ruinen sind gefährliche Viecher aus dem Boden gekommen. Das sind Monster. Inzwischen treiben sie sich überall auf der Insel rum. Sogar hier. Hier? Ich sehe keine Monster. Ja, weil sie sich verstecken. Sie sind schlau. Bösartig schlau. Aber ich habe sie schon oft gehört. Irgendwo hier in der Nähe lauern sie. Okay. Pauls gefährliche Monster. Ich sehe gerade, wir haben leider keine Zeit mehr, deshalb muss ich den Dialog mit ihm abbrechen. Wir werden aber nächstes Mal hier weitermachen. Anscheinend habe ich gerade die erste Quest für die Vulkanfestung bekommen. Also Leute, bis dahin.